Danke. Ach, Wochen ohne frisches Wasser. Nur die abgestandenen Reste in unseren Krügen. Aber jetzt endlich wieder frisches Wasser. Und das hier mitten in der Wüste. Igitt, das ist ja eklig. Das schmeckt total bitter. Was ist das denn? Uah. Schon seit 10 Wochen sind wir hier in der Wüste unterwegs. Freiheit hat er uns versprochen, der Moses. Freiheit von der Sklaverei. Und natürlich war es schön, nicht mehr unter der Peitsche der Ägypter zu leiden. Die Männer mussten keine Steine mehr schleppen. Wir Frauen nicht mehr die Haushalte der reichen Ägypter bedienen, ohne Lohn. Als Sklavinnen und Sklaven haben wir gearbeitet. Nein, wir waren nicht frei. Und ich habe mich so gefreut, in die Wüste hinauszugehen, habe mich frei gefühlt, endlich rauszukommen aus der Enge der Sklaverei, hinaus in die Weite, auf den Weg in das Land unserer Vorfahren, nach Israel, ins gelobte Land. Ja, da würde es uns gut gehen, da könnten wir unser Leben führen, wie wir wollten. Aber da sind wir noch nicht. Wir sind in der Wüste, auf dem Weg. Und der Weg ist lang. Und das Leben in der Wüste ist beschwerlich. Laufen, laufen, laufen. Und jeden Tag sehen wir dasselbe. Sand, verdorrte Pflanzen, Sand, Steine und wieder Sand. Und die Sonne strahlt so heiß auf uns herunter. So war unsere Begeisterung für die neue Freiheit schnell vorbei. Was ist denn das Leben hier in der Wüste anderes als Sklaverei? Wir haben uns beschwert. Unsere Beschwerden sind vor Moses gekommen und auch Gott hat es gehört. Wir haben ihm Vorwürfe gemacht, haben gesagt, dass es doch in Ägypten besser war. Klar, da waren wir Sklaven, aber hier in der Wüste sind wir ja auch gefangen. Ich will raus aus dieser Wüste. Ich will wieder einen Alltag haben, mit normaler Arbeit, normaler Schule, einem Haus, freier Zeit und auch mal etwas anderes sehen. Nicht immer nur dieselbe Wüste von allen Seiten. Wuhu, es gibt Wasser! Wuhu! Moment mal, was rufen meine Leute denn da? Sie zeigen auf das Wasser, sie lachen und freuen sich. Hey, was ist denn da los? Danke! Moses hat gesagt, er hat gebetet und Gott um Gnade gebeten für uns. Und er hat sich bei Gott entschuldigt, weil wir uns doch so beschwert haben. Und da hat Gott ihm gesagt, er soll ein Stück Baumrinde ins Wasser tun. Das saugt die Bitterkeit im Wasser auf. Das ist lecker. Das ist richtig gut. So erfrischend. Gott hat das Wasser wieder trinkbar gemacht. Da hatte Moses vielleicht doch recht. Auch hier in der Wüste wird uns Gott nicht vergessen. Er ist bei uns und versorgt uns. Hey, wartet! Ich will auch noch mehr Wasser. Lasst uns Gott in der Wüste feiern. Juhu!